Ich gebe das Wort dem Kollegen Henry Nitsche, fraktionslos. Ich habe so einen weiten Weg, Entschuldigung. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, weil wir in Deutschland unserem eigenen Volk nicht mehr trauen, sitzen die Abgeordneten heute des Bundestages hier, um über seine Zukunft zu entscheiden. Aber nicht nur, dass wir unserem Volk nicht mehr trauen, selbst über seine Zukunft zu entscheiden, wir halten es auch anscheinend für dämlich und vergesslich. Aber das scheint ja auch mittlerweile zum europäischen Konsens geworden zu sein. Da in Frankreich und in den Niederlanden das Volk die geplante EU-Verfassung abgelehnt hat, fragt man es im zweiten Durchgang einfach nicht mehr und winkt das Kind unter einem anderen Namen durch, dem Reformvertrag. So eine Verhöhnung des Volkswillens brauchen wir uns zum Glück nicht vorwerfen zu lassen, meine Damen und Herren. Bei uns in Deutschland werden die Bürger prinzipiell nicht gefragt, schon gar nicht in Europa-Angelegenheiten, sei es bei der Einführung des Euros, bei der Erweiterung des Schengen-Raums im vergangenen Dezember. Für beide Entscheidungen hätte es im Volk nie eine Mehrheit gegeben. Und das wissen Sie alle hier, meine Damen und Herren. Dieser Vertrag von Lissabon, der in beschönigender Weise Reformvertrag genannt wird, unterscheidet sich im Wesentlichen nicht vom gescheiterten Verfassungsvertrag. Jenen Vertrages, der dank des aufrechten Politikers Peter Gauweiler und seines Anwalts Professor Schachschneider auch von Deutschland nicht ratifiziert wurde, meine Damen und Herren. Das Bundesverfassungsgericht untersagte es nicht ohne Grund, den Bundespräsidenten diesen Vertrag zu unterschreiben. Daher wird nun peinlichst genau das Wort Verfassung gemieden. Mit diesem Reformvertrag wird eine verbindliche Verfassung für über 500 Millionen Menschen geschaffen. Eine Verfassung allerdings, die nicht demokratisch legitimiert ist, die von einem europäischen Volk ausgeht, das es gar nicht gibt und deren Inhalte zutiefst demokratiefeindlich sind. Der Europäische Rat wird durch das vereinfachte Änderungsverfahren ermächtigt, fast das gesamte bestehende Unionsrecht zu ändern. Davon betroffen sind Wirtschafts-, Währungs-, Sozial-, Landwirtschafts-, Umwelt-, Arbeit-, Steuer-, Justiz-, Verkehr- und Kulturpolitik. Eine Zustimmung des Europäischen Parlaments ist nicht mehr notwendig, meine Damen und Herren. Und wo bleibt denn die Mitsprache der nationalen Parlamente? Wo bleibt die Volkssouveränität? Ein angehängseltes Protokoll gibt es bloß über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit. Danach können der Bundestag und so weiter die Flut von Entwürfen von Europavorschriften prüfen, ob darin diese Grundsätze verletzt wurden. Wenn ja, können sie innerhalb 8 Wochen, aber nicht später, eine Stellungnahme abgeben. Dass in dieser Zeit auch noch die Landtage geprüft haben und der Bundesrat darüber beschlossen hat, ist wohl eher illusorisch, meine Damen und Herren. Und wenn wir das Europäische Parlament ansprechen, Deutschland hat ein Sitzkontingent derzeit von 99, das wird reduziert auf 96. Bei 20% der Bevölkerung ständen Deutschland mindestens 150 Abgeordnete zu. Aber dieses Parlament wird ja nicht durch das Prinzip gewählt, was Bismarck 1871 in Deutschland eingeführt hat, das gleiche Wahlrecht, meine Damen und Herren. Künftig wird die für Deutschland entscheidende Politik von 27 Staats- und Regierungschefs bestimmt, von denen mindestens 26 Nichtdeutsch sind. Wie sich das mit dem Leitsatz aus Artikel 20 des Grundgesetzes "Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus" verträgt, ist mir schleierhaft. Was wird noch verschwiegen? Zum Beispiel europäische Steuern, die durch den Reformvertrag geschaffen werden können. Und wo ein Staat die Möglichkeit hat, Steuern zu erheben, da tut er dies auch. Das Milliardengrab EU und damit die finanzielle Belastung für uns Deutsche wird noch eine gewaltigere Dimension annehmen. Meine Damen und Herren, das wird ein neues Versailles für Deutschland. Und genau diese Tatsache verschweigen Sie dem deutschen Volk. Durch diesen EU-Reformvertrag, meine Damen und Herren, legitimieren Sie Brüssel allmächtig und ungehindert über deutsche Interessen zu entscheiden. Dieser Vertrag ist ein neuerliches Ermächtigungsgesetz, meine Damen und Herren. Und gerade wir hier in Deutschland sollten ganz vorsichtig sein. Ich würde Ihnen empfehlen, gehen Sie durch dieses Portal mal hier rein.
Dort steht in Stein gemeißelt, dem deutschen Volke. Und hören Sie mal auf dieser Inschrift, meine Damen und Herren. Entscheiden Sie sich für Deutschland. Sichern wir die Zukunft Deutschlands und die Souveränität. Nicht weniger erwarten die Bürger von uns heute, Herr Kollege, meine Damen und Herren. Die Kollege Hendricks würde gerne eine... Deutsche Christen und Demokraten können diesem Vertrag nicht zustimmen. Ich gebe das Wort...